Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Evelyn. Sie gehört der Rolle der Assassinen an und man spielt sie im Dschungel. Ihre Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist sie nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den sie verursacht, ist magischer Art, der hauptsächlich durch ihre Fähigkeiten entsteht. Außerdem besitzt sie eine geringe Robustheit und hält wenig aus. Abschließend kann man sagen, dass sie am stärksten in der Mitte des Spiels ist. Das war's aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive Dämonenschatten. Wenn sie sich nicht im Kampf befindet, hüllt sich Evelyn in ihren Dämonenschatten. Der Dämonenschatten heilt Evelyn, wenn sie über wenig Leben verfügt und gewährt ihr ab Stufe 6 Camouflage. Bei der Q schlägt Evelyn mit ihrem Peitschenschwingen zu und fügt der ersten getroffenen Einheit Schaden zu. Danach kann Evelyn ihren nahen Gegner bis zu dreimal mit Stacheln durchbohren. Kommen wir zur W. Evelyn belegt ihr Ziel mit einem Fluch, wodurch ihr nächster Angriff oder ihre nächste gewirkte Fähigkeit nach einer Verzögerung ihr Ziel bezaubert und seine Magieresistenz verringert. Die E ist ihr Peitschenschlag. Evelyn führt mit ihrem Schwingen einen Peitschenschlag auf ihr Ziel aus und fügt ihm dabei Schaden zu. Danach ist ihr Lauftempo für kurze Zeit erhöht. Zum Schluss zur Ultimate. Evelyn kann für kurze Zeit nicht anvisiert werden und dezimiert die Gegner im Bereich vor sich, bevor sie sich über eine große Strecke nach hinten teleportieren. Sollten die Gegner wenig Leben haben, kann Evelyn diese exekutieren. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein. In der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag Stay Untiltable.